Der Kreuzzug ist in Jerusalem angekommen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Eras Total Conquest Let's Play. Ja, die Franzosen sind hier, also ja, die Anführergruppe der Völker. Und wir sind hier nebendran gechillt, noch ein bisschen am uns aufbauen. Wir müssen so langsam mal die Schmieden machen für bessere Rüstung. Und natürlich auch so langsam mal zum Beispiel Ställe und Bogner. Jo. Genau, auch ein paar Belagerungswaffen. Aber ich denke, die sind, jo, also Skorpione oder was, ein Mangonell. Die hat schon ziemlich gut. Nochmal kurz schauen. Ja, Mangonell. Also sehen aus wie Skorpione, aber die sind eher früher gewesen in der Römerzeit. Denke ich mal. Und haben dann nicht mehr so viel genützt wahrscheinlich. So, also wir sind hier oben noch kurz. Ja, haben wir gemacht. Da unten sind wir runtergegangen. Da haben wir auch gemacht. Hier müssen wir bleiben, damit wir Jerusalem sehen. Und beim anderen, ja, der Kaufmann war ja noch hier. Ich glaube, wir sind fertig. So, nächste Runde. Ja, stimmt. Oh, die Wege sind so. Sehr cool aus hier rechts. Jo, es ist realistischer geworden, dadurch auch vielleicht ein bisschen flacher, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie es im Original ist. Ist es so weit nach rechts gewesen? Vielleicht knapp nicht oder so. Aha. Die haben doch irgendwas vor. Ja, die Religion, also der Islam, müssen wir auch noch ein bisschen verbreiten. Fahrt mit euch, Ungläubiger. Okay. So Allah es will, lasst mich. Ja, jetzt habe ich gut. Egal, also die Feinde machen gerne manchmal etwas mit Diplomaten. Also ich hoffe nicht, dass irgendwas passiert. Aber ja, sieht ja auch nicht danach aus. Ich will mal wieder ein bisschen Krieg machen, aber irgendwie ist es sehr unbalanciert. Ich mache nicht gerne Taktikschlachten. Also ich weiß wieso, weil es ein bisschen doof ist, dass wir so viele ja, Verletzte oder Tote haben und die Gegner ja nicht so. Aber gut. So, also Krieg ist auch den Burgundern gegen die. Ich glaube, die haben jetzt so langsam alle als Feinde. Oh je. Ja. Schon viele, einfach durch die Kreuzzüge und durch die Nähe. Ja, also. Es ist der Wille des Sultans. Also. Die sind bald, ja, durch wahrscheinlich, die werden natürlich gewinnen. Die Konsulen. Was ist der Wille des Sultans? Namen. Dann haben sie dieses und dann werden sie irgendwann mal wieder erobert oder ziehen sich zurück wahrscheinlich. Gewünscht, Sultan. So, also, ich möchte gerne mit euch nochmals reden. Die mächtigen Verbündeten unseres Sultans zu empfangen. Es wäre gut, wenn wir da militärische Ding haben. Ihr bietet nichts an, das unser Volk braucht, Sadiq. Ja, unsere Verhandlungen ich will euch nicht schenken. Ihr seid mir zu nah. Meine Augen sind die euren. Kann ich nichts dafür. Also, unser ganz, ganz laut. Er hat in seinem Leben nur gelaufen und ein bisschen ein paar Sachen, Bündnisse geschlossen und Handelsrechte. Aber ist schon so gut. Okay. Meister der Diplomatie. Irgend ein bisschen reden. Wie gewünscht, Sultan. Namen. Aha. Hä? Der hat gar keinen. Der läuft nur herum. Wie hier oben. Die Kalmarer Uni. Nein, Schwedisch. Kalmar. Ich bin so, ich möchte mit euch handeln. Einmal um Europa. Du. Okay, sie haben es angenommen. Also, ich möchte nicht von euch angegriffen werden. Ich habe Angst. Ich mache eine Allianz. Ja, okay, ihr seid weit weg. Schon klar. Dann eigentlich nur Norwegen noch. Dann müssen wir schon irgendwie wieder nach Osten irgendwo. Ja, das ist. Also bei Knights of Honor 2 war hier noch nicht Schluss. Hier raste ich, Sultan. So, ich möchte. Ja, jetzt mal noch kurz schauen in die Städte. Ja. Okay, momentan. Assalamu alaikum. Ja, guten Morgen.
Diplomat, okay, mit. nee, danke. Ich möchte entweder noch einen. Ja, Imam. Ja, da wäre es ein schwer. Können also nicht so viele Priester holen. Ja, jetzt so langsam eigentlich hier. Haben wir genug Geld? Knapp. Wäre schon gut, wenn wir da irgendwie doch noch uns verstärken könnten oder vielleicht auch ein bisschen mehr Handel, dass wir dann loslegen können, aber ich denke, ich mache hier wieder runter und lasse die Stadt auch nochmals wachsen. Ich hoffe einfach, dass wir da genügend Geld haben. Moment kurz, das geht aber tiefer runter, oder? Ist leider nicht noch. Ja, okay. Ist reicht. Wir müssen nämlich wirklich das zum Wachsen bringen. Ich bin Diener. Also sie sind ja hier unten dran, ja. In diesem. Und hier haben wir immer noch minus 6. Also das heißt, wir müssen zwingend, denke ich mal, hier aufgehen, auf die Tempel. Das tut uns nochmals ein bisschen. Ja. Aufhalten. Und ja, hier müssen wir unbedingt. Hey. Hier haben wir gar niemanden drin. Doch zwei. So wenig, dass auf der Flagge gar nichts angezeigt wird. Ja, weiter. Gut. Doch nichts vergessen. Ich kann nicht, leider nicht immer so schnell wieder eine Aufnahme machen. Ja, müsste eigentlich mehrere Aufnahmen wieder machen, aber gerade nicht so viel Zeit. Aha. Hier ist irgendwo ein Krieg in der Nähe. Gut. Der Priester dort, der ist frech. Ja, Assassinen, hä? Liebe Türken. Okay, die Römer haben wieder Land bekommen. Die sind jetzt, glaube ich, auf Platz 1. Das Ende einer Dystonie, die Bulgaren sind eigentlich scheinbar. Ja. Das, die Königsfamilie wurde leider. Okay, und dann Mehl der Winter. Jo. Okay. Ja, sie haben es eingenommen. Okay. Ich habe schon ein bisschen Angst vor Kreuzzügen. Ist schon sehr mächtig. Kroatien ist finanziell am besten dran. Ja, die ersten Römer sind natürlich immer noch die drei besten unten. Und ja, das Römische Reich, deutsche Nation ist erster Platz im Moment, ja. So, Medina ist einfach das Town, das unten, ja, das nicht am Meer ist. Dann machen wir direkt hier ein Woodenwall. Wollen wir nicht noch kurz einen Tempel? Ja, geht ja nicht. Hä? Aber einen Tempel haben wir? Ja, ja. Okay, dann gibt es einfach zwei. Upgrade, also eine Upgrade-Pause. Ja. Und ja, ich müsste wirklich den machen jetzt. Ja, wir haben ja genügend Geld. Schön. Ja. Schön. So, ja, Alliierten. Alliierten knutschen. So, ich möchte kurz nochmal hier hinschauen. Okay, es sind keine. Wie ihr wünscht, Sultan. Gehen wir mal. Ja, ist gut. Ich weiß, Spiel. Nerv nicht herum mit diesen Leuten. Geht einfach auf die Seite, Diplomaten. Einfach kurzen Schritt auf die Seite. Und die Wüste so richtig. Mhm. Gut. Also wir haben jetzt momentan nicht viel zu tun. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles machen soll. Ich mache noch mit dem etwas. Ich möchte mal einfach die Truppen anschauen von den Völkern. Hier haben wir nicht viel. Hier haben wir auch nicht mehr viel. Gehen wir mal hier rüber.
da haben wir viele, hä? Wie? Ja, die wollen unbedingt die Ländereien der Türken haben. Ja. Haben wir ein paar Truppen. Gut. Dann hier oben wieder. Saida, mächtiger Sultan. Nam. Nam. Wie Nam. Ihr wünscht, Sultan. Nam. Wie die haben immer Hunger. Nam. Wie ihr wünscht, Sultan. Wo ist die Stadt hier? Hier raste ich, Sultan. Da oben irgendwo? Okay. Also hier oben interessiert das mit dem Spion, muss ich hier oben weitermachen. Okay. Dann schaue ich. Ohne Gilde. Ah, das ist die Assassinen-Gilde. Die haben wir schon mal gesehen. Ja. Mit drei Dingen, das ist auch gut dann zu machen. Genau, die Burg wollte ich noch kurz anschauen. Die hat jetzt. Jo. Dann das Wichtigste. Also Ställe wäre nicht schlecht. Ich glaube, dieses Volk hat auch irgendwelche Kataphrakte oder so richtig schwere Ritter. Und die sind gut dann eigentlich fürs Kämpfen. Müssten wir eigentlich machen, hä? So, also. Die kuscheln immer noch hier um die Stadt herum. Aha, die Taktik kommt dort zum Zug. Könnten wir auch dann mal machen. Aber viel wird es wahrscheinlich nicht bringen. Dann habe ich fast noch nie eine Stadt gesehen, die wegen der Religion oder so dann verlassen wurde. Oder Unruhen so richtig gab. Geht einfach immer zu schnell, oder? Man spielt zu schnell. Okay, Ägypten hat irgendwo wieder Land erobert. Aber man sieht es halt nie. So, die. Okay, in Bagdad, das will ich machen. Ich finde Bagdad zwar nicht so die beste Location für diese Gilde. Kann man die dann abreißen und irgendwo anders wieder hinklatschen? Mehr Geld bringt es halt schon. Aber es ist jetzt nicht gerade die Location für Handel. Es ist nur ein Weg überhaupt. Oder kann man mehrere Gilden überhaupt haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm, ich mach's einfach. So. Oh, Finanzen sind wieder runter. 61. Aber wieso? Ich habe nur viel ausgegeben, aber ich hätte jetzt wieder Geld kommen sollen. Okay. Ja, das wollte ich ja nicht erobern. Schon gut. Meine Güte, immer das schnelle Erobern. Auch viel zu groß. So, genau, das ist doch die kleine. Nein, das ist die. Ah ja, das ist das. Die Burg. So, dann haben wir noch die kleinen Alliierte. Und ja, der Papst liebt uns. Wir werden noch zu Papst treuen. Also ich weiß jetzt nicht, was die Oströmer hier machen. Ich werde keine Spuren hinterlassen, Sultan. Okay. Dann mal kurz. Das ist der Spion. Niemand wird mich sehen. Aha. Truppen in der Nähe von meinem Land. Ah, und hier haben sie da, glaube ich, erobert. Ja, müssten. Haben aber das schon. Kann es sein, dass das immer schon die Rosträume waren? Hier? Nein, nein. Hab schon länger erobert. Vielleicht. Es ist der Wille des Sultans. Abgegradet einfach. Klar. Okay, dann, jo, bei denen brauche ich ja nichts. Was ich eigentlich mal möchte, ist mit den oberen hier, ich tue jetzt einfach hier hinstellen, so, dann können wir beide da nach oben bewegen. Und nur kurz oben, oder nicht so. Welche die, okay, Oslo, klar, ist dort oben.
Da ist doch jedes kleines Kind, nur der Drago nicht. Ja, doch, Knights of Honor 2 weiß ich ja ungefähr voraus. Aber das ist jetzt nicht gerade die Stadt, die ich nachschaue. Also wenn ich Geografie, irgendwas in Geografie irgendwie mich informiere, dann sind es eher natürliche Länder und so. Auf die Natur, also ist ja auch Norwegen, aber die Natur und nicht, wo die Hauptstädte liegen oder wo Autobahnen herumfahren, Dinge, ja, sind. Oh, Dämonen. Ja, gut. Also, ja, pack Blocken. So, also, nein, Ostel ist schon immer da oben, weil es dann wieder nach Westen geht. Genau, könnten so ein bisschen hier unten durchgehen, aber hier ist überall das. Ah, könnte. Irgendwo hier unten. So, und ja, jetzt weiß ich gar nicht, was Ägypten vorhat. Wir haben keine Spionen irgendwo. Ich will mal kurz schauen, ob wir hier Einnahmen haben. Wir haben immer noch 900. Ungefähr haben wir auch gehabt vor. Und einen neuen Merchant kann man ja auch nicht machen mit der Gilde. Egal. So, kurz speichern. So. Frankreich braucht lange. Also solange sich die zwei hier bekriegen, lacht sich der Dritte. Lacht der Dritte, hä? Ja. Aber eigentlich möchte ich schon den Grünen helfen. Die haben die gleiche Religion. Oh, Schottland. Oh, Schottland. Nein, schon wieder Ägypten. Wo machen denn die Krieg, dass sie Land bekommen? Küpcek-Konferenz. Ja, das will ich ja machen. Nein. Also die Küpcek, die Russen scheinbar, die Süderussen zum Beispiel, die brauche ich jetzt nicht besuchen. Ich werde keine Spuren hinterlassen, Sultan. Was ist der Wille des Sultans? Wie ihr wünscht, Sultan. Es ist der Wille des Sultans. So, sieht man recht viel hier. So langsam, ja. Können wir weniger Lands leisten. Okay, Venedig und Dänemark. Eine Feile, also wahrscheinlich. Assalamu alaikum. Geheiratet und so. Ein Prinz. Ja, mein Meister. Ich kann dort nicht hin. Wie ihr wisst, sind das für Truppen hier? Das sind wirklich da die Ketzer, hä? Heretik. Ein Krieg, weil wahrscheinlich sind es die Rebellen. Ja. Saida, mächtiger Sultan. So. Na, hier lasst dich, Sultan. Und hier lasst dich, Sultan. Ich hier mal noch kurz schauen. Da oben 1500. Aha. Also eventuell wage ich jetzt nochmal so einen Angriff. Ich weiß leider nicht. Ich muss auch wieder Truppen da drunter schicken. Wie mein Sultan befiehlt. Ich nehme wie kann die, ich dienen, Sultan? Sultan! 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 Wie kann ich dienen, Sultan? Sultan! Ich schaue jetzt wirklich. Vielleicht haben die wieder Jerusalem erobert. Jetzt haben wir leider keine Übersicht, dass es kann sein, dass es fehlschlägt natürlich.
Aber wie genau, mein und Sultan der hier macht einfach mit. Wie kann ich dienen, ja, das Sultan? Mache ich dann später, wenn Sultan. Der unten ist. Wie mein Sultan befiehlt. So. Und ja, dann haben wir bewegt. Ja, mein Meister. Die anderen zwei auch. Was ist mein Meister? Einfach mit der Zeit ein bisschen vorwärts. Sonst schaffen wir das nicht, die ganze Map zu erobern, bis dann fertig ist das Spiel. Die Runden vorbei sind, die gesetzt sind. Ich könnte es, glaube ich, auch noch vergrößern, die Zeit. Aber ich will ja euch Gameplay zeigen, das Spaß macht und nicht irgendwie mega auffällt. Ich muss es wagen, also ich wage ja auch ziemlich viel, weil wir einfach unterlegene Truppen haben. Ich denke, Ägypten hat einfach den Vorteil, dass sie so viel Krieg haben, dass wir einfach bessere Truppen haben. So, also der Diplomat, warte kurz, da ist noch Übersicht. So. Handelsrechte! Die Hand des Sultans so zu bedrängen, ist ehrlos, Ungläubiger. Wir haben aber. Nun gut, Masala. Also wir bedrängen ja nicht, also. Okay, 100 Florins haben wir bekommen. Yay! Also ich denke, wir gehen mit dem Spion wieder runter. Oder erstmal hier hoch. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Und mit dem Diplomat bleibe ich jetzt erstmal hier. So, und schön grün, jetzt sind wir nur noch 21. Ach ja. Was machen denn die ganze Zeit, diese Blöden? Also ich muss jetzt unbedingt so eine Assassinengilde machen in der Hauptstadt. Das geht noch. So, also die Truppen wollen wieder raus. Kann die halt nicht auffrischen. Ich könnte die mal nach oben bringen. Was ist, wenn ich jetzt die mal hier lasse? Die angeschlagen. Befehle? Jetzt nehme ich die noch mit. Wie kann ich, die jetzt stacken? Befehle? Ja, dann hole ich mir noch gute Truppen von hier oben. Zum Beispiel die Befehle. Und jetzt gehe ich voll auf die Nussen. Ja, Sultan! Wir sind zum Angriff bereit! Ja, ja. Und hier müssen wir einfach uns geschützt. Ja, also... Geld haben wir ja nicht so, aber wir müssen einfach beschützt bleiben in den Städten. Also, und hier haben wir, okay, das wird wahrscheinlich noch mehr Geld geben jetzt, oder? So ein Upgrade von einer Stadt und auch die Unruhen ein bisschen, was ist das? Squalor ist, glaube ich, die Unruhe, oder nein, das ist die Unruhe und das ist, weil es ihnen so gut geht, irgendwie so, oder Schmutz. Ist Qualo Schmutz? Ich habe das Handy gar nicht hier. Ziemlich ein Wort, wo man eigentlich nie hört. könnte alles sein. Elend. Und Elend, ja, was ist das? Es ihnen einfach nicht gut geht hier. Die Elendsgrube. Ja, also, dann warten wir halt noch. So, also, wo ist unser Läufer? Wie ihr wünscht, Sultan. Nam. Wie ihr wünscht, Sultan. Ja, Sam hat die Olympiade gewonnen. Nam. Er ist der schnellste und längste Läufer. Hier raste ich. Am meisten Sultan. Runden gemacht. Hier raste ich, Sultan. Es so, also. Warte. Also wenn die großen Königreiche jetzt endlich mal Krieg machen würden, würden sie wirklich geschwächt werden. Aber so wie es aussieht, ist wahrscheinlich Ostrom so mega den Ägyptern überlegen. Ja, okay, mit den Truppen nicht, die werden besser vielleicht sogar. Aber wenn wir auch angreifen, ist wahrscheinlich dann ja, gibt es natürlich. So, wieder mit, ne? Königreich.
500 Florins dieses Mal. Okay. Sehr gut, wollte ich auch hin. Wie ihr wünscht, Sultan. Was ich nur hier. Wie ihr wünscht, Sultan. Ah, Stettin. Kenne ich noch als der Patrizier 2. Ich bitte um eine Audienz, mächtiger Sultan. Und der sagt gar nichts. So, wunderbar. Die einfachsten Missionen. Wir sind das Handelskönigreich. In Europa. Auch wenn wir nicht ganz in Europa sind. Ja, doch ein bisschen schon, also politisch. Polen. Ja. Das haben wir ja gemacht. So, und dafür sind wir jetzt 5 Chillery Autorität. Das ist immer noch der König. Amir, ist das End? Ja, also. Der wird langsam alt. Ich möchte gerne irgendwie die Titel umlegen können. Aber der ist jetzt gerade hier im Süden. Machen wir doch den einen wieder nach Norden und später. Wie mein Sultan befiehlt. Aha. Naam. Rebellen. Natürlich, okay. Sultan. Ich mag es jetzt. Okay, der Part ist leider bald vorbei, aber ich kann noch angreifen vielleicht. So, und was war das? Ah ja, genau. Ja. Genau, machen wir die Stelle. Ja. Da gibt's aber, doch gibt's, Arabian Noble Lenses. Genau, und das sind die, die wir dann upgraden. Dann gehen wir mit dem einen dann nach Norden, den Jungen, und holen die Begleiter. Es gehen halt nur die Begleiter und nicht die Ehrentitel. Das war in Rom irgendwie ein bisschen komisch. Aber dort wollte ich schon immer mal ein bisschen die Relikte holen, aber die sind so schwer zu holen. Oder da muss man so viele Schlachten machen und alles, damit einer mega gut wird und dann bekommt er irgendwelche Relikte über, die man so kennt aus Geschichten. Ob das überhaupt irgendwann mal geht, ich muss es mal austesten. Also wenn ihr Lust habt auf Livestreams, ein Rome Total War, wo man so ein paar Sachen austesten kann, probieren kann. Mit Hilfe natürlich, also ohne Hilfe mache ich das nicht, weil ich mich nicht so heftig auskenne mit dem Game. Oder ein Mod kennt, wo das ein bisschen einfacher dann geht, schreibt's mal. Aber ich habe manchmal mit dem Berserker so mega viel angegriffen und... Ja, die Leute haben fast keine Adelstitel und so bekommen. Das war jetzt das Problem. Rom ist da sehr knausig. Da bekommst du zum Beispiel 4 Sterne Dinge über, also so Auszeichnungen, aber dann ist alles. Da kommst du ewig lange nicht, kommt ein General nicht mehr Ringe über oder so. Nichts mehr. Außer so, ja, Wachen und so, das schon. Außer Titel? Nein, das ist Spiel einfach nicht so gemacht drauf. Und hier in Medieval, ich könnte wirklich ständig mit einem angreifen. Das... Mal schauen, also mit diesem einen können wir noch heftig angreifen, aber wir müssten eigentlich den Jungen mitnehmen. Und der muss jetzt halt kurz in die Hauptstadt gehen. Ja, okay, es ist nicht so wichtig, dass der die hat. Aber der Prinz ist eigentlich der andere, der ist nur auch alt. Das ist das Quizum. In welchem Fall? Aha, blockieren. Ich kann doch keine Schiffe bauen. Was ist denn das? LOL. Ja, 2000. Wie soll ich das machen? Wie soll ich Schiffe bauen? Ja gut. Wir sind finanziell aber bei 19 jetzt. Also wir sind schon nochmal so unter. Okay, Bagdad. Schon wieder Upgrade. Krass. Hä? Ist das nicht bei 25 oder so? Krass. Ich kann es jetzt gerade gar nicht sehen. Krass, wie die Stadt ist.
So, also, das wird das Kind, das Krieg macht. So, also, ich möchte noch kurz schauen, wegen dem einen. Das ist der Prinz, kann das sein? Von ihm in Stammbau. Adut Honorable. Das ist der Rang wahrscheinlich Honorable. Und Bagdadi. Also ich denke, den hier mit dem Helm. Ja, das ist der. Also der geht nach oben. Der. Und der hier bleibt hier unten und macht Krieg. Der ist 31, okay. Gut, also dann machen wir nochmals den Speicherstand. Sonst habe ich dann ein Problem, muss dann wieder zurück auf die 15 gehen. Und jetzt, hopp. Oh, schön, 54. Also Mekka ist uns. Jetzt haben wir den Islam so richtig gestartet. Euer Mut haben triumphiert. Das Wort des Propheten wird hier verkündet. So, immer fürs Klauen. Oh, weniger. Ja, weil er gut gewinnt, hat er natürlich weniger Sicherheit, aber das ist nicht so schlimm. Das ist immer noch hoch. Und die sind wieder... Aha, wieso sind die Ägypter so... Schia, also die sind halt immer noch so altägyptisch wahrscheinlich. Ja, dringendst. Gut, also dann lösen wir das wieder ein bisschen. Oh ja, ein Merchant. Ich möchte gerne irgendwie den Merchant oben machen können, aber den kann man, glaube ich, immer nur in neuen Städten machen. Doch, wir können ihn hier oben machen. Ich möchte nämlich hier oben irgendwas. Genau, oder Kamele. Schafe sind es nur. Aber irgendwo Kamele oder so. Was, das gab es in Rom? Barbaren-Invasion gab es immer die Kamele. Und die Elefanten. Ich glaube, Elefanten waren aber nur zum Anzeigen. Dort kann man Elefanten machen. Und in Rom auch, also nicht nur in Barbaren-Invasion. Ja, hier unten gibt es coole Sachen, aber ich weiß jetzt nicht, wo der hin soll. Vielleicht hier zum Eisen, aber. Also, Eisen gibt ja viel. Also auf jeden Fall muss der jetzt hier nach oben gehen, deshalb tun wir mal die Leiter mit Ende und gehen mal in diesen Osten. Ich hab doch gesagt, nicht dort durch. Ach komm. Wie mein Sultan befiehlt. Wie kann ich dienen, Sultan? Wie kann ich dienen, Sultan? Sultan! Ja, Sultan! Wie mein Sultan befiehlt. Da oben durch. Natürlich, Sultan. Wie mein Sultan befiehlt. Wir stellen uns ihnen Ehre. Ja, ein paar Verluste, aber wir haben irgendwas bekommen. Alhamdulillah! Allah hat uns den Sieg geschenkt! Ja, jetzt hast du schon mal begonnen. Ein bisschen Krieg. Ja. Ein bisschen Krieg gesehen. Okay, du hast ja aber nachgesehen, aber trotzdem. Hast du mal Command bekommen, weil du ein als einziger hast. Nicht mehr mit dem guten General. Also, dann, jo, war ein super Part. Es kommt gut für uns. Wir werden immer stärker. Wir haben ja jetzt auch wieder ein neues. Und sind langsam so richtige Mecken. Müssen aber wirklich schauen, dass kein Kreuzzug oder so zu uns kommt. Wenn das auch im Speicher noch. So. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüssi.